So. Jetzt müsste ich eigentlich wieder da sein. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich habe mir jetzt den Task Manager direkt mal auf die rechte Seite geladen, dass ich den dann auch, also dass ich das Game dann vernünftig wieder neu starten könnte. Ja, WB, danke schön, Tommy. Jetzt muss ich nur das Game wieder gestartet kriegen. Ich hoffe, der hat vernünftig gespeichert. Boah, das wäre so mies, das wäre so mies. Gerade bei dem Gegner, gerade bei dem. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel so instabil ist. Das war es eigentlich nie. Man weiß es nicht. Aber das kriegen wir schon hin. So. Und Bild ist wieder da. Super. So, direkt wieder ins Getümmel und ich hoffe, dann kommt mal wieder eine ruhigere Stelle. Boah, das ist ja nur noch rumgeballert gerade. Dup, zu heiß, wahrscheinlich, genau, das wird's sein. Ich guck mal. Na, Prozessor hat gerade noch 39 Grad. Schön runtergekühlt. Ja, bleibt doch relativ stabil gerade. Bin ich gerade noch online, weil mein Streamlabs sagt gerade, dass ich null Zuschauer hätte. Oder sind alle abgehauen? Kann einer mal ganz kurz was in den Chat schreiben? Moment, ich. Ich schaue noch mal ganz kurz auf den Stream, ob es denn jetzt funktioniert. 9 Zuschauer. Okay, mein Streamlabs sagt, gar keiner da. Verstehe ich nicht. Okay. 9 Zuschauer. Okay, mein. So, jetzt höre ich mich sogar doppelt. Ja, okay. Also, wenn ich da bin, dann ist ja alles gut. Dann gehen wir wieder rein. Keine Ahnung, warum der das nicht anzeigt. Na gut, machen wir weiter. So, wo sind wir gerade? Ja, genau vor der Stelle, wo es dann spaßig wurde. Ich beeil mich. Haben wir alles. Salze sind auch voll. Ne, keine Ahnung, der aktualisiert das irgendwie nicht. Aber na gut. Kannst du dir das mal ansehen? Ach so, das. So gibt's ja noch hier. Däumes ist noch da, sehr gut. Ach, jetzt geht's wieder. Ich verstehe das nicht. Egal. Nimm alles mit. Auf geht's. Ja. Okay, wo bist du? Jetzt kam noch irgendwie so ein Fireman. Wie, keine Munition mehr? Na, komm schon rüber, komm. Ja, komm rüber, komm. Schocken können wir den. Ich verneige dich um deinen Tod. Ja, wo bist du denn? Durch aus der Hölle. Ah, da ist er. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Schmoriger Hölle.
Wo ist der denn hin? Ach, hier waren ja so viele, ne? Gibt's doch gar nicht. Ja, viel zu schnell. Das sind auch viel zu viele Leute hier. Ich wollte ja auf schwer spielen. Bidum. Und der Handyman ist doch gar nicht da. Handyman. Boah, ich glaube, ich mache drei Kreuze, wenn die Stelle hier vorbei ist. Boah, da oben sind so viele. So viele. Handyman. Ja, super. Ja. Das war keine gute Idee. Ich bin schon weg. Nein, nein. Ich habe irgendwo was vergessen. Ich muss kurz weg. Elizabeth. Das war auch keine gute Idee. Ich muss hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg! Ja, das sucht schneller! Zieh mir das Kleidungsstück. Ja, wie heißt das denn? Ich würde es ja machen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Karabiner mal definitiv und das Maschinengewehr. So, also wie heißt es denn jetzt? Also. Brenner Heiligenschein, hier können wir nichts machen. Okay. Dünnere Weste. In 15. Ja, ne, das ist es nicht. Nahkampftreffer auch nicht. Wütende Stampfer. So, was haben wir hier? Boah, hier haben wir so viel. Das ist es nicht. Das auch nicht. Nee. Nee, ich find's nicht. Keine Ahnung. Oder hier? Nahkampfexekution. Ja, das mache ich zu selten. Und wiederbeleben wird die komplett. Ja, das bringt mir auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, er schon wieder. Weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier. Wo ist er denn? Jetzt bin ich aber ganz schön hart aufgeschlagen hier. Diese Tesla-Spule, die soll mal was machen hier. Wo ist der Kollege denn? Ich krieg ihn nicht kaputt, das gibt's doch nicht. Ah!
Wir haben es gleich. Das dauert nicht mehr lange. Wir haben es gleich. Hier, gut aufheben. Wir haben eine Münze dabei. Wunderbar. Aber wir brauchen irgendeine Kraft, die wir dagegen nützen könnten. Bockner Bronco, das macht alles keinen Sinn. Killer Krähen macht auch keinen. Obwohl. Ja, tatsächlich. Das bringt ein bisschen was. Weg. Weg. Wie, warum tust du das? Ah, kaputt! Der lebt immer noch! Jetzt aber! Wir haben es geschafft, wie geil! Boah, war das jetzt ein Kampf. Neuer Hut, geil, Munitionskapazität. Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatisches Füllen ohne nachzuladen. Ja, okay, kann man mitnehmen. Boah. Ja, ich will es ja auch auf schwer, ne? Ich will das unbedingt. Was ist das? Panzerfaust. Ja, hab ich die mal früher gesehen. Ja, nice. Und nu? Ja, da möchte ich gerne rein. GG. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Hallo Daisy. Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man sich. Düdüm. Elizabeth. Du solltest eigentlich nur mit der diskutieren. Oder K.O. schlagen, aber nö. Du ziehst voll durch, wa? Ja, okay, diesmal nehmen wir wirklich Gesundheit. Perfekt. Sehr gut. Ein Voxophon. It's right. Wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht. Egal, wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna. Elizabeth. Es tut mir leid. Hallo? Was machst du da drin? Ah, wir fliegen jetzt schon mal los. Jahre geschnitten. Und umgezogen. Ah ja. Jetzt sieht's aus wie die Sie da oben. Hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das?
Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Ja, ich kill die Leute ja nicht mit einer Schere. Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Ich habe irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Immer Kackvogel. Es ist eine Hose und heißt der letzte Mann. Was? Ach so, das Kleidungsstück. Hast du jetzt die ganze Zeit gesucht? Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Doch, ich schau da nochmal. Nein, doch. Versuch's nochmal. Okay, warte. Bitte sehr. Okay, wir müssen sie stoppen. Nein. Okay, dann gucken wir nochmal eben. Ist eine Hose. Mhm. Der letzte Mann heißt die. Nein. Auch nicht. Nee. Ich hab die nicht. Was ist das eh? Okay, keine Hose dabei. Stimmt. Nein, ich laufe hier ohne Hose rum. Nein. Doch. Nein. Wenn doch. Sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Ja, versuchst du. Yeah. Gut. Hat man relativ früh bekommen. Nein, das aufhören. Ist das nicht. Keine Ahnung. Keine Hose. Hört auf, bitte ihr wisst sehr. Nicht, was ihr tut. Ha. Na also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Ein echter Streamer streamt immer ohne Hose. Selbst fragen. Und wo ist er? Ja, aber nur die Mädels bei Cuphead. Natürlich. Also wenn man sich da irgendwelche Best-of-Videos anschaut, vor allen Dingen die Rage-Videos, da hat keiner eine Hose an. Überhaupt keiner. Ich habe zumindest eine kurze Hose an. Aber dem Wetter geht's auch nicht anders. 26,5 Grad jetzt. Achso, jetzt sind sie weg. Okay. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Okay. Ah, das sieht doch schon wieder viel schöner aus hier. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Picknickkorb. Ja, lecker, lecker. Ja, hier gefällt es mir viel besser. Hier kann man auch mal die Mülleimer ausräumen, ohne dass es einen stört. Oh, nein! Scheiße. Falsche Taste gedrückt. Wenn das Gemächt baumeln kann, oder baumeln kann, kann sich der Skill entfalten. Ja. Ist im Stream schwierig, ne? Wenn man da irgendwie aufstehen muss. Das wäre problematisch. Ach, jetzt nicht schon wieder irgendwelche Leute. Und die wollen auch schon wieder auf mich schießen. Und der hat einen Flakgeschütz. So, was können wir denn jetzt mal hier machen? Also, wir haben Maschinengewehr und Karabiner. Ich möchte das bitte mal ein bisschen verbessern. Maschinengewehr, verringert die Streuung. Ach, wir haben gar kein Geld? Nein, wir verlieren, glaube ich, immer Geld, wenn wir sterben. Kann das sein? Oh nein. Ja, da können wir gar nichts machen hier. Was ist das? Repetierer. Den nehme ich mal mit. Wer treibt sich hier? Es wird nicht einfacher. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die schlimmsten Stellen, die haben wir aber. Wow. Moskito. Okay.
Na dann. Okay. Hat der mit seinem Plug da hinten? Wo ist er hin? Hallo. Ah, lass mich doch. Die lässt mich nicht vorbei hier. Wieso leuchtet die Waffe eigentlich die ganze Zeit? Wo ist der Typ? Ey, von wo wäre ich denn die ganze Zeit beschossen hier? Huhuhu. Das gibt's doch gar nicht. Gut so. Was? Wasserlache? Achso. Das können wir dann elektrisieren. Na dann. Ich näher mich mal so ein bisschen. Das Portemonnaie. Da hinten sind die alle. Wow! Ja, ich muss da mal hin. Wo denn? Zeit, ja, gute Idee. Aber ich habe den Typen gefunden. Na komm, ich hab dich. Ja, nice. Warum haben wir eigentlich nie Glück? Ja, gute Frage. Wieso schießt man die ganze Zeit auf uns? Wer ist er denn? Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? Soll mal alles mitnehmen hier? Ah, lecker Hotdog. Kannst du dir das mal ansehen? Kein Problem. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Was, Dragonborn? Immer so. Fußroda! Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. Sieh dir das an. Bisschen skalpiert hier, oder? Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. So, was haben wir denn hier? Ja, wir haben einfach zu wenig Kohle. Das hier liegt in unseren Händen. Ein bisschen Munition wäre aber gut. So. Mehr Geld. Ja, nice. Immer her damit. Ja, gibt's denn irgendwas Schönes? Da hinten leuchtet was. Eine Infusion und wir nehmen Gesundheit. Genau das, was wir jetzt brauchen.
Ja, wo geht's denn lang? Beziehungsweise von wo kommen wir? Wahrscheinlich hier hoch, ne? Leiter kann man nicht benutzen? Nee. Müsli, lecker Müsli. Welcome to Emporia. Da wohnt der Kollege, ne? Kollege Comstock, der Oberprophet hier. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Hier. Der Meister fürchtet nur. Ja! Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Ah! Geht klar! Wecke, 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 wecke. Okay, mit Krähen hat er es nicht so. Schocken kann man den vielleicht. Machst du kaputt? Jetzt arbeitest du uns hier. Du bist tot. So. Ja, dann nehmen wir mal den Zug hier. Die Wuppertaler Schwebebahn. Nowhere to hide. Man kann sich hier nirgendwo verstecken. Wollen wir auch gar nicht, wir wollen hier mitfahren. Ja. Erledigt. Ja, auf geht's. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Nein, nicht Riesenballons. Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Riesenballons. Was für ein süßes Kästchen hier. Comstock House ist davor. Was ist das? Ah, ein Lockpick. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich... gefügig zu machen. Was? Wer lacht denn da so blöd? Sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Was wollen Sie mit dem Ding hier? Einen Marienkäfer? Kann ich nicht so einen Takedown machen hier? Nee. Hier, bitte! Leider nicht. Aber wir müssen mit Schleichen, das wäre auch noch cool gewesen. Ah, hier kann man rein.
Irgendjemand hat mich hier vergessen. So, Elizabeth? Sieht einfach aus. Und jetzt... Bitte. Jetzt wieder Musik. Was haben wir denn da drin? Ja, Geld kann man auf jeden Fall gebrauchen. Feuerhagel. Ist das ein Flammenwerfer oder sowas? Ne, wir bleiben aber den normalen Sachen. Schießeisen. Ich habe ihm jetzt 6 Mal in den Kopf geschossen, aber er fällt einfach nicht um. Das sind krasse Typen hier. Definitiv. Der Distrikt gehört Sandwich. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Oh, das Bärchen. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, komm nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie... Ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren Ja, du hast es nicht so mit Schleichen, ne? Sie zu skalpieren. Ich find's manchmal ganz lustig. Stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Wieso wollen die sich genau alle immer die Kopfhaut abziehen? Ach, der da. Hier. Wer kommt eigentlich auf so einen Scheiß? Aber wir gehen erstmal in den Club hier. Ach, klappt nicht möglich. Da ist doch schon wieder so ein Patriot-Roboter. Ach, Fireman. Wir nehmen die Krähen für den. Komm zurück! Und ein Patriot, oder? Vielen Dank. Oh, die treffen aber auch. Nein! Oh nein! Er hatte auf mich gewartet. Ich werde immer entdeckt. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn ich ja, Mondfinsternis. Hab ich auch schon was von gehört. Ach komm. Auf geht's. Ein paar haben wir schon plattgeschossen hier. Wir werden direkt ganz nett begrüßt hier. Und wir haben ihn. Ja. Sehr cool. Aber ich möchte erst nochmal in diesen Salty Oyster, was weiß ich hier. Hilf mir mal mit dem Schloss. Na klar. Ach, dann ist es auch noch bewölkt hier. Ja, dann hast du eh nichts davon. Da ist doch jemand. Für die nehmen wir... Ach, die sollen für uns arbeiten. Hallo. Ach, ich hab nichts mehr. Ups. Nein. Nein, ich bin gar nicht da. Wie viel die vertragen? Ja, ihr seht doch schon besser aus. Das ist doch mal eine gemütliche Bar hier. Ein bisschen plündern hier. Ah ja. Oh.
Ah, Pommes, Bacon und irgendwas anderes. Hey, Booker. Juhu! Jetzt sind wir voll wie ein Eimer. Achso, hier geht's gar nicht lang. Aber hier kann man noch lang. Oh. Das war ein bisschen zu scharf, glaube ich. Hier ist etwas Geld. Ja, immer her damit. Danke. Einfach rein und ballern, was das Zeug hält. Auf jeden Fall. Aber man muss auch gut treffen. Ist gar nicht so einfach hier. Ich glaube, Splinter Cell wäre ein absoluter Horror für Divinity. Genau wie Alien Isolation zum Beispiel. Das wäre dein Horror-Game, oder? Alien Isolation? Divinity muss einfach immer irgendwo rein und alles platt schießen. Ja, für so Stealth-Sachen, da braucht man viel Geduld. Also gerade bei Isolation, gerade auch in den höheren Schwierigkeitsgraden, boah, das ist aber wirklich ein absoluter Horror. Super geil das Game, super geil. Aber Stealth muss da schon sein. So, was haben wir denn hier? Karabiner Rückstoßverringerung. Ja, benutzen wir viel, können wir ja mal holen. So, was haben wir noch? Schadensboost. Ja, das wäre richtig gut. Ah, Schadensboost fürs Maschinengewehr. Absolut, das nehmen wir absolut mit. Präzision. Erhöht den Schaden, Karabiner. Ja! Das ist richtig gut. Thieves, The Dark Project, habe ich früher gezockt. Auf dem, ja, Pentium 1 noch. Uraltes Spiel, aber richtig, richtig gut. Ja, da gibt es auch eine neue Version von. Das haben sie mal geremaked. Bei Alien würde ich durchdrehen, ja. Ja, Deutschen, gute Schicht. Schwitze ich nicht kaputt bei der Hitze. Ich denke mal, so langsam geht es vielleicht ein bisschen wieder. Ich schaue bestimmt morgen auch bei Ace rein. Mario World, genau, ja. Nicht die ganze Zeit, weil ich da nur unterwegs bin, aber mit Sicherheit ein bisschen. Was ist denn hier los? Eure Häuser gehören uns. Ja, so richtig einfacher wird's gerade nicht. Meiner. Ja, den kriegst du ja leider nur kaputt, wenn er dann auf uns schießt. Schade eigentlich. Ah, ich bin mal kurz weg. Los, mach! Schon dabei! Lauf, lauf, lauf. Ja, super, hier ist doch keiner mehr. Boah, ist aber auch echt was los. Ja, wie geil. Tesla-Spiele. Ah, Tesla war super. Gefahrenzuschlag, Errungenschaft. Nice. Oh. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen aus dem Schussfeld raus.
Das muss man erstmal in den Chat gucken. Ja genau, Dorschen ist ja weg jetzt. Interessante Horror-Demo. Ja, dieses, was war das? Infliction, was du gezockt hast, ne? Das war ja noch gar nicht raus, ne? Also, ist ja noch gar nicht beschlossen, dass es kommt. Da gab es ja so eine Kickstarter-Kampagne. Die habe ich jetzt erstmal unterstützt. Also, ich fand das so geil. Den da, los! Hab ich dir mal was gespendet. Weil das sah richtig, richtig gut aus. Hat echt Potenzial. Oh. Nein! Die machen hier selbst kaputt hier. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Ja, das sind zu viele hier. Fireman, da drüben. Was, Fireman? Was ist denn hier los? Ich habe ja kaum noch Munition. Ich glaube, ich muss mich mal so ein bisschen nach vorne weiter bewegen. Ich habe echt das Gefühl, es kommen immer mehr. Und da ist noch einer. Gatling Gun. Wo ist er? Wow. Ei. Gut. Bettel um dein Boah, ich hoffe, das war's jetzt erstmal hier. Was ist das? Kann ich nur durchsuchen? Trapezierer. Ja, ich brauche eine andere Waffe gerade. Aber das sieht gut aus. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Mit den Tesla-Spuren, das ist cool. Die sehen alle nicht mehr so gesund aus. Mal kurz lesen. Genau, Halloween 2018. Aber das wäre ein perfektes Timing für so ein Horrorspiel, oder? Ja, ich fand's echt gut. Works of Mercy? Das kenne ich gar nicht. Cuphead Expert. Brauchen wir Geld? Danke. Ja, geh mal her hier. Auf geht's. Elizabeth, hilfst du mal? Sieht einfach aus. Bros. Prost. Bitteschön. Nesch, du schmieriger Vogel. Hast du da auch endlich mal hingeschafft? Hast jetzt dein Twitch-Account zurückgesetzt? Boah, was haben die denn? What the fuck? Ja, ich hab auch die Schnauze voll von euch hier. Fuck! Ach nee, komm. Das war nichts. Hey, was machst du da? Ja geil, wo ist denn hier einer? Ach da! Los! Okay! Hallo, ich will da hoch. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Nein! Es gibt kein Zurück. Scheiße! Oh nein! Boah, ich kann nicht das nochmal neu laden. Weil sie sagt gerade, wenn wir da durchgehen, gibt es kein Zurück. Und was mache ich? Während sie das sagt, ich gehe da durch.
Ah. Nein! Und er hat gerade gespeichert. Zu geil. Ach nö, echt nicht. Verdammt. Okay. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Kombinationsschloss? Waren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Ach so, genau. Wir brauchen jetzt eine Kombination hier. Wo war die denn? Das könnte es sein. Das könnte es sein. Widerstand ist zwecklos. Ne, schön, dass du da bist. Und danke für dein Follow. Du bist jetzt ins Kollektiv assimiliert worden. Ach, hier! Oder wie? Suche nach der Kombination. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Jetzt kommt der scheiß Kackvogel. Ach Quatsch. Assimiliert das. Ja, Star Trek, der erste Kontakt. Und Hedy ist da. Servus. Mach's dir gemütlich. Elizabeth. Der macht nur seinen Job, ja, aber der macht mir ja, meinen Job hier ein bisschen komplizierter. Jetzt habe ich den Code vergessen. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Wie nein? Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt... 0451, danke Thomas. Wenn wir es noch brauchen. Könnte auch sein, dass die Elizabeth das jetzt so aufmacht. Dazu kommt es nicht. 0451, ne? Genau, ah, hat es schon eingegeben. Wir haben aber nicht mehr so viel Munition hier. Bereich verlassen. Boah, ist das warm. Also wir haben jetzt knapp 27 Grad hier. Wie sieht's bei euch aus? Wahrscheinlich auch noch über 30 bei vielen. Auf PS3 platiniert, Bock schwer. Ja, ich spiele auch auf schwer. Aber PS3, also mit dem Controller, mit dem PlayStation Controller Shooter spielen, das ist, glaube ich, also einen größeren Horror kann ich mir kaum vorstellen. Ach, die Stelle. Oh nein. Eis 31,2. Geht langsam runter. Boah, ist aber immer noch super heiß. Ach so, es geht weiter. Achterbahn. Juhu. Wo ist denn hier mal einer? Hallo? Oh, das war ein bisschen tief. Wenn ich mal so ein bisschen Munition hätte. Will da noch gar nicht kochen, ne? Oh. Elizabeth, du hast irgendwo Gesundheit gehabt. Danke. Das nehme ich gerne. Oh, was ist denn hier los? Der chillt auch überhaupt nicht hier, der Typ. Immer mit seinem blöden Raketenwerfer. Ich im Moment nicht. Ich habe eine Gatling Gun. Nehme ich die? Ja, ich habe nicht mehr so viel, ne? Wie halt.
Komm, wir drehen mal eine Runde. Na, noch einer. Vielleicht krieg ich den von hier oben. Ich glaube, der sieht uns gar nicht. Ach, jetzt ist er weg. Er ist getürmt, ich stehe doch noch hier. Los! Die Flagge schützt. Ja! Wow! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Der war doch auch irgendwie so ein Salvengeschütz. Oder nicht? Panzerfaust! Ja, Panzerfaust geht immer. Hallo? Wo sind die denn? Den habe ich getroffen. Öffne ihn. Kommt! Hui. Ja, komm, einmal bitte hier landen. Er lebt immer noch. Ich habe ihn mit einer Panzerfaust getroffen und er lebt immer noch. Und er lebt auch immer noch. Was ist denn das für eine blöde Panzerfaust? Oh, der hat mich erwischt. Das ist immer noch dieser Typ. Das gibt's doch gar nicht. Rakete, Booker. Okay, fangen. Munition, hier. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz in Ruhe mal kurz auf den Chat gucken. Wahnsinn. Boah, da kriegst du ja Blutdruck hier. Meine Güte. Viel zu warm, morgen wird's noch wärmer. Ja, schrecklich. 29,2 ist auch viel. Uiuiuiui. Ja, schieß mal los, genau. Familie Heinz Becker. Nee, Heinz Becker kenne ich nicht. Der Blutdruck liegt nur am Red Bull. Der ist ja schon leer. Pff, was soll ich machen? Aber ich habe noch ein Monster Energy hier. Der ist viel besser. Gegen Monster Energy hast du nichts, oder? Oh. Blutdruck. Ja, einmal bitte nehmen. Wo ist denn jetzt dieser komische Typ hier? Nein! Handyman! Ja, ist klar. Ey, das ist doch nicht cool. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich guck gleich sofort. Boah, ich treffe ihn aber auch nicht. Ah! Schon mal danke für den Follow. Ich muss gleich nochmal schauen. Wow, 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 wow. Ist er jetzt runtergefallen? Das wäre geil, aber ich glaube nicht. Das ist aber gerade echt ziemlich krass hier. Ey, er stirbt auch nicht. Er stirbt auch nicht. Na, warte, ich guck mal ganz kurz, sorry. Danke, Burrows3K. Schön, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Ich werde jetzt gerade ein bisschen failen hier. Die Gesundheit ist nicht mehr top, die ich hier gerade hab. Achso, okay, ich sollte absteigen. Was kann man gegen den machen? Killerkrähen sind gut, ne? Salze, 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 Salze. Wo ist der denn? Wo ist der? Aufstehen, aufstehen. Alles akzeptabel als Red Bull. Okay. Hallo? Hallo? Ich spawne in... Oh, sorry. Ich spawne in den Gegner rein. Ich muss hier weg. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Was habe ich denn noch? Ich habe noch eine Panzerfaust. Vielleicht bringt die was. Wo ist denn hier jemand? Gibt es hier Munition oder sowas? Schadensboost? Nee. Ich habe gerade andere Probleme hier.
Ah, Moskito. Wow. Wieso haben die alle Raketenwerfer? Was? Von wo? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich muss hier weg. Jetzt verarscht mich das Spiel schon. Im Missionsmenü kannst du jederzeit die Schwierigkeit ändern. Nein, ich will es auf schwer. Ich will es ja auf schwer schaffen. Muss irgendwie nach oben. So, jetzt ein bisschen mit Konzentration. Wow. Ach, dieser Handyman ist ja immer noch da, ne? Was ist das denn für eine Stelle hier? Ich werd wahnsinnig. Das fängt jetzt schon wieder damit an. Köder. Medizinkit. Auch gut. Drei Schuss habe ich. Ich habe keine Munition mehr. Gibt's hier mal irgendwo was? Da ist irgendwas. Wow. Maschinengewehr, 5 Schuss. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Boah, ich habe einfach überhaupt keine Munition hier. Ah, ich glaube, jetzt hast du gerade was gehabt. Ja, jetzt sagt sie gerade, ich habe Munition, super. Los, mach. Aber klar. Ja, Salze, wo sind die? Da. Boah, was eine Miststelle. Elizabeth? Fertig! Boah. Ich brauch die Munition von dem. Ich brauch die unbedingt. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg! Nein! Oh. So, warte, ich guck nochmal. Huiuiuiui. Das Spiel sagt mir schon Bescheid, ja? What the fuck? Aber der kann eigentlich nicht mehr viel haben. Bam. Direkt weiter. Gehen wir da hoch. Wo ist der denn? Ah, da oben kann man auch hin. Ich glaube, da gibt es noch eine Munition. Hier, Salvengeschütz. Ach, hier waren wir schon mal. Schon dabei. Obwohl, nö, hier gibt es jetzt nicht wirklich was. Panzerfaust. Wow! Oh, komm, du kannst doch gar nicht mehr so viel haben.
Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Leider alles. Los, mach! Bitte sehr. Keine Salze mehr da. Ah, ich muss hier kurz weg. Oh, was eine Stelle. Oh. Medizinkits, das ist doch mal was Vernünftiges. Sehr gut. Und wir können Munition kaufen. Was haben wir denn? Maschinengewehr. So, Gesundheit, Salz, Maschinengewehr auf jeden Fall. Und das andere ist, was ist denn das nochmal? Salvengeschütz, ne? Ja, doch, endlich! Woo! Boah, das war jetzt aber richtig ein Kampf, also wortwörtlich. Alter Schwede. So, jetzt bitte weiter. Ich möchte bitte jetzt hier weg. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier, ne? Ne, noch weiter. Ach, da hinten, okay. Bam, genau. Gut. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Mal sehen. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Uiuiuiui. Ja, hier ist es jetzt auch nicht mehr so richtig Disney-like. Ein Lockpick, sehr gut. Alles ausräumen hier, ist mir egal. Noch ein Lockpick. 21 Lockpicks. Sieht kinderleicht aus. So viel habe ich noch nie gehabt. Ah, Codebuch. Wo die Chiffre ist? Ich habe Geld gefunden. Finde den Vox-Code. Was haben wir hier dran? Silver Eagle. Wieso? Das hast du doch schon gemacht. Ich will den ganzen Tag nur irgendwelche Schlösser knacken. Boah, jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Ja, sicher! Ey. Du kommst hier einfach nicht zur Ruhe. Ja, jetzt rennt er mir auch noch hinterher. Wuhu! Alter Schwede! Was hat ein Selbstmordattentäter? Er explodiert und rennt noch voll in mich rein währenddessen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine andere Waffe, die ist echt nicht so gut. Hui. Welcome back, Jenny. Nee, das Ding ist geil, ne, Nash? Auf jeden Fall. Ich liebe dieses Game. Ja, ich freue mich. Ja, wobei, System Shock 2 ist auch richtig geil. Und es kommt ja bald System Shock 3. Aber wahrscheinlich erst 2019 oder 20. Aber es gibt auch ein System Shock 1. Ja, so eine Remaster-Version, wo sie gerade dran arbeiten. Habe ich bei Kickstarter auch mal unterstützt. Ich hoffe, das kommt bald. Was habe ich denn jetzt? Ich bin ein Ritter. Das war das starke Zeug. Return to Sender. Achso, da kann man dann irgendwelche Granaten zurückschicken, ne? Ja, okay. Nicht so wichtig. So, ab auf den Markt. Teilbar.
Sie fegt hier. Aufgepasst, Patriot! Nicht schon wieder. Ja, ist klar. Danke. Oh, ich habe doch gar keine Munition für den. Was kann man denn mit dem machen? Killerkrähen interessieren ihn, glaube ich, auch nicht, ne? Schockjockey. Oh, das sind zu viele. Mehr. Hier lag noch was. Danke für den Follow, That One Creation Guy. Schön, dass du da bist. Genieß den Stream. Munition, Munition, Munition. Ah, wir haben jetzt knapp 27 Grad und mir wird immer wärmer hier bei dem Spiel. Come on. Na komm, 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 komm. Wo ist der denn? Jetzt haben wir ihn. Ja, die Gatling Gun, die ist eigentlich ziemlich geil, aber so für den Alltag ist sie nicht so gut zu gebrauchen. Aber da ich gerade sowieso eine leere Waffe habe, nehmen wir die einfach mal mit. Oh, jetzt haben wir wieder getrunken. Aber richtig. Wow, die Sicht ist krass. Hilf mir mal mit dem Schloss. Das kriege ich hin. Ich brauche nur die Trophäe. Irgendwelche Leute betrunken erschießen. So. So, was gibt's denn Schönes hier? Eine Registrierkasse, die ist aber schon geplündert. Schokolade. Schachtel Schokolade durchsuchen. Schachtel Schokolade durchsuchen. Und da ist ein Apfel drin. Das ist der absolute Beschiss. Wie schlimm wäre das, oder? Man freut sich super auf eine Schachtel Schokolade. Eine Schachtel ist auch gut. Und dann ist da ein Apfel drin. Tudum. So, was nehmen wir mit? Da ist es, Divinity, der letzte Mann. Ich habe endlich Hosen an. Das hat lang genug gedauert. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Das legen wir sofort an. Richtig gut. So, ich schaue nochmal ganz kurz. Nacharbeiten. Ah ja, ist klar. Wie habe ich Lila nie gespielt? Du hast kein Bioshock Infinite gezockt? Doch, hast du. Bin ich mir relativ sicher. Schon mal aufgehört zu rauchen, E-Zigarette, aufhören, ja, E-Zigarette, nein. Aber ich glaube, also ich rauche ja nicht, aber ich glaube, diese E-Zigaretten sind ziemlich cool da, also wenn man wirklich aufhören möchte, ne? Die gibt es ja auch noch so ein bisschen Nikotin, vielleicht so als Entwöhnungshilfe ganz gut, aber da kann ich, glaube ich, echt nicht viel zu sagen. Die Hose hat dir aufgeholfen. Ich habe endlich eine Hose an, ja! Der Lutessis. Alles verlassen. Okay, da kommen wir aber auch nicht rein. Ich will ins Labor. Hier ist etwas Geld. Ja, Geld ist immer gut. Geld ist definitiv immer gut. Sie Tomaten. Nein. Ganz viele Tomaten. Ja, was sehe ich denn an? Achso, Lockpicks. Ja, sie ist schon sehr hilfreich. Also sie sieht manchmal wirklich Sachen, da würde ich einfach dran vorbeirennen.
Wow. Ja, hier war eine dicke Party am Start, glaube ich. Bisschen übertrieben. Was ist das, ein Riss? Okay. Den kann ich aber jetzt nicht aufmachen. Das muss ich später machen. Oh, den hat es erwischt hier. Wo rennt sie denn hin? Muss ich denn hier hin? Nee, muss ich gar nicht. Ich erinnere mich, hier muss man, glaube ich, später nochmal hin. Geh zu Comstocks Haus. Genau, da will ich auch hin. Ah ja, okay. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Bitte. Kannst du dir das mal ansehen? Da ist Silver Eagle Zimmer drin. Tja, hier ist auch gar nichts. Dann gehen wir mal weiter. Kannst du mehrere Kräfte kombinieren? Nee, leider nicht. Das geht nicht, aber man kann die so ein bisschen upgraden. So, spezielle Fähigkeiten noch dazu kriegen. Meine Gesundheit interessiert andere mehr als mich. So ist das manchmal. Hast du den ersten oder zweiten Teil gespielt? Was meinst du genau? Achso, du meinst hiervon. Also Bioshock 1 und 2. Habe ich alle, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde den immer noch am geilsten, muss ich ehrlich sagen. Geld interessiert mich bekanntlich nicht. Nee, nach deiner Donation bei der Nessie glaube ich das auch. Burial at the Sea, ja, das ist ja DLC zu Bioshock Infinite, ne? Also das fand ich auch so schlecht. Hinter diesem Tor liegt Comstock House. Das hatte mir gar nicht gefallen. Anders Wunderkind. Infinite hast du 8-mal gespielt, ist auch richtig leid, gut. Deine Mutter Lady Comstock tot ich hab's glaube ich jetzt 3-mal. Ich glaube, sie war viel besser als meine. Da du hier wohnst, kannst du mir sagen, wieso der Turm geschlossen wurde? Erst hieß es wegen schlechtem Wetter, dann wegen der Pocken, dann weil es da spukt. Hast du zufällig auch den 1990-Modus mal gemacht? Ich, dass ich es niemals der soll ja richtig, richtig krass sein. Deine also das ist jetzt gerade schwer, aber den traue ich mir nicht zu. Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nicht. Das Ding verarscht uns. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Wie 8-mal und keinmal durch. Los. Weil du es noch nicht durchgezockt hast, oder was? Ja, aber du hattest doch mal erzählt, dass du das gezockt hast, oder? Also würde mich jetzt wundern. Was ist hier? Ach, hier waren wir schon. Okay. Das ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Ja, dann gehen wir die mal ein bisschen flattern hier. Wo ich hab noch die Gatling an. Komm. Wonach suchen wir? Schrotflinte. Ich möchte die Schrotflinte haben. Da ist es. Los, mach! Aber klar. Revolver. Gräber von den Wissenschaftlern, Lutes. Oh, ja.
Das Schloss rastet aus hier. Dina, los! Schon dabei. Ja, da kannst du es auch direkt aufmachen. Wieso zauberst du da so ein Schloss rein? Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, doch, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Ja, klar. Bisschen Leichenflattern hier. Gar kein Problem. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Ja, und jetzt? Was mache ich denn? Achso, Sarg öffnen. Tränen und Teufelskuss? Echt? Die kann man kombinieren? Das sind mal Subwoofer hier. Alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Ja, das ist dann jetzt echt. Elizabeth? Aber das ist noch nicht. Warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner, er. Warum ist deine Mutter ein Geist? Kannst du mir das erklären? Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Also die Boxen hier sind gut. Oh nein, 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 nein. Oh, nö. Ach ja, klar. Lass mich hier weg. Wieso sind ja eigentlich so viele Endboss-Fights? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich muss die Uschi da platt machen. Nein! Oh, nein! Nicht aufgeben, Luca. Diese Stelle im 99er, Alter. Unfassbar. Unmöglich. Ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe, ich brauch die Waffe. Lauf! Oh, lauf doch mal ein bisschen schneller. Oh, Medikit. Was ist denn das? Boah, ich sehe gar nichts. Boah. Man kommt hier aber nicht weg, ne? Ich muss irgendwie erstmal hier rüber. So, was kann uns hierbei helfen? Killerkrähen vielleicht? Beherrschung ja wahrscheinlich nicht. Aber ich fand die auch normal schon mal schwierig. Hallo. Boah. Also ist immun dagegen. Boah, was kann man denn dagegen machen? Schock-Jockey vielleicht? Gatling Gun da oben. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Ey, so viel Munition habe ich doch gar nicht. Ja, Munition ist gut. Danke dir. Sie
zu liefern. Oh, wie viele das sind. Und die holt immer mehr. Wo ist sie denn? Tatsächlich treffen wir die sogar von hier. Geh doch endlich drauf! Oh oh. Ich muss hier weg. Komm her, komm her! Jetzt kommt schon her! Ja, lecker Salz. Ja, geil, ich hab jetzt nur noch. Oh oh. Ja, Schrotflinte. Ach ne, Quatsch. Was soll ich denn nehmen mit der Schrotflinte? Burst Gun, ja, die ist nice. Wo ist die denn? Ey, sie geht aber auch nicht kaputt. Und er auch nicht. Zeig dich doch mal. Da gibt's eine Gatling Gun da drüben. Ach nein! Ich muss kurz weg. Ich treffe sie aber auch nicht. Ich guck mal, ob ich zur Gatling Gun komme. Weil damit wird es dann, glaube ich, relativ easy. Weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber klar. Ja, wo ist sie denn? Ah, Munition. Sehr gut. So, komm. Wo bist du? Da! Wuhuhu! Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Nice! Das haben wir. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Was hat er denn geschrieben? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Ende von Burial at the Sea? Ja, Ende war wieder ganz nice, aber ich fand den Rest jetzt nicht so dolle. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgen mit PS3-Pads, das ist doch kompletter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, oh, meine Ohren. Sorry. Ich finde diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis. Üben hilft, immer wieder im Loop, ja. Stolmas, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock-Haus zu öffnen. Tollen Abend, eine kühle Nacht. Ja, hoffentlich gehen die Temperaturen noch so ein bisschen runter. Das ist schon ganz gut. So, okay. Eine neue Waffe wäre mal ganz gut hier. Aber ich glaube, hier unten liegen noch ein paar. Hallo. Ich brauche eine Waffe. Hallo. Ja, Salz. Salz ist toll, aber ich brauche eine neue Waffe. Die hat ein bisschen zu wenig Schuss. Ach, hier unten war doch, glaube ich, noch einer, ne? Ah, Schießeisen. Naja, gut, besser als nichts. Wobei, nur 8 Schuss. Nee, nee, das geht nicht. Was haben wir denn hier? Medizinkits. Nee, die brauchen wir nicht. Aber hier liegt noch was. Ja, Maschinengewehr. Ah, ich brauche einfach Munition. Ganz dringend. Irgendwo waren auch noch so Automaten, oder? Schrotflinte. Bisschen Munition. Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. 3 Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Das wäre was, ne?
nur drei Risse. Auch noch sarkastisch. GoldenEye oder Shenmue? Shenmue kommt, glaube ich, jetzt bald ein neuer Teil raus, ne? Mit Lady Comstock. Shenmue 3, ja, glaube ich. Habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Ja, Retro mache ich relativ viel. Ja, GoldenEye ist ja eigentlich schon wieder ein bisschen zu neu, um nach Retro rauszumachen. Ja, du hast nicht mehr viel Munition, ich weiß. Aber hier liegt ja auch nichts. Ich brauche einen Munitionsautomaten. Hier? Tatsächlich, okay. Ja, wo willst du hin? Geradeaus. Haben die vielleicht noch ein bisschen Munition? Ah, ein Schokoriegel. Schokoriegel ist auch schon mal sehr, sehr gut. Da, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Hier liegen so viele Leute rum. Munition für Burst Gun. Da ist ein Automat. Und tatsächlich sogar ein Munitionsautomat. Sehr, sehr, sehr gut. So, Gesundheit, Salz, alles mal hoch. Karabiner kaufe ich direkt mal. Habe ich zwar gerade noch nicht. Maschinengewehr, definitiv. Was ist denn das andere, was wir haben? Mehr Geld. Mehr Geld ist immer gut. Hier. Was ist denn das? Diese Burst Gun? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Repetiere? Nee. Feuerhagel? Nee, hab ich nicht. 2010. Keine Ahnung. Muss ich eh bald wechseln. Was gibt's denn hier noch? Magazinvergrößerung. Da habe ich schon alles für das gekauft, was wir so benutzen. Streuungsboost. Vielleicht so ein Schadensboost bei der Schrotflinte. Genau, den hier. Nein, ich hab's für den Revolver gekauft. Nein. Shenmue HD. Ja, und Resident Evil 2, genau. Superman 64. Was ist denn Superman 64? Das kenne ich gar nicht. Super Mario 64, das kenne ich. Superman 64. Gibt's nicht He-Man 64? Das wäre cool. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Warte mal. Wer kämpft denn jetzt gegen wen? Okay, wir gegen den hier. Ich bin schon am Suchen. Ja, dann such mal. Ah, lecker Salz. Immer gut. Den hab ich im Moment nicht. So Granaten wären mal ganz gut, aber die gibt's ja nicht, ne? Schon wieder ist die Munition weg hier. Wie schnell geht das denn hier? Und da ist noch einer. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Schlechteste Spieler aller Zeiten, ja geil. Präzisionsgewehr bringt jetzt auch nicht so viel, oder? Da können wir versuchen zu machen. Die Welt ist
Oh oh. Ein bisschen sneaky beaky like hier. Ach, der hat auch nur zwei Schuss damit, ne? Oder drei. Aus der Hölle. Ich hab kein Ziel. Wo sind die denn hier? Den hab ich. Den nicht. Ich brauch dringend mal eine andere Waffe. Was ist dein Problem? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab doch gar nicht auf den geschossen. Wieso ist er jetzt tot? Er wollte unbedingt Selbstmord begehen. Ja, Resident Evil streamst du bestimmt. Oder? Mit Sicherheit. Na, ich mein Teil 2, ja. Glock only. Die Glock. Die schlechteste Waffe ever. Ja. Ein Waffenautomat. Ja, okay. Den hätte ich auch mal mitnehmen können. Den habe ich leider gar nicht gesehen. Hier, gut aufheben. So, Präzisionsgewehr. Ha, brauchen wir ja eigentlich nicht. Man ist nicht schlecht, aber da hat man ja kaum Zeit für, ne? Oder? Ah, ja. Ach, wir nehmen mal Munition mit. Kann ja nicht schaden. Wir haben ja auch keine andere Waffe gerade. So, hier geht's lang. Elisabeth, hilfst du mal? Sieht kinderleicht aus. Erledigt. Ja, das schätze gerne. Aber das kann ich leider nicht machen. Dann bist du wieder so scharf und willst du da vorbeikommen. Auf gar keinen Fall. Du schmierigen Vogel, ey. Ach so, wir müssen ihn aufmachen hier. Ich ganz vergessen. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Für wann hast du denn Urlaub? Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe... Hey, die muss los zur Arbeit. Als wäre sie eine Reflexion. Mach nicht zu viel bei der Hitze. Und eine gute Schicht. Ich weiß nicht. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. So, okay. Okay, wo wir sie jetzt hin? Irgendwo hier. Schon wieder zurück, oder was? Ach, hier hoch. Und jetzt wieder runter? Was? Wie? Ich glaube, das Spiel trollt mich gerade ein bisschen. Ah, ne, hier. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. What? Was war das denn? Was ist denn jetzt passiert? Scharfschütze oder was? Tatsächlich, ja geil. Und ich habe gerade mein Scharfschützengewehr weggelegt. Das ist aber nicht so gut. Scharfschütze, Bunker! Oh. Nee, kriege ich nicht. Hier, bitte! Wie soll ich das denn machen?
Ah, hier, Präzisionsgewehr, sehr schön. Woanders geht's aber auch nicht. Oh, und trotzdem. Wo denn? Oh, nein! Wo denn? Ich sehe den nicht. Ach, da oben. Ah, komm, zeig dir doch nochmal. Oh, wo sind die denn? Gibt's doch gar nicht. Ich möchte gerne da hoch. Wo sind denn jetzt die anderen? Und weg. Da waren aber noch mehr. Da zum Beispiel. Wow. Uhuhuhu. Sniper, dir reicht blaues Licht. Nash, gib mal Ausrufezeichen Sounds ein. Und dann müsste da irgendwo Licht sein. Ich habe mir nämlich so ein paar Sounds hier eingebaut. No Scope, genau. Ohne Probleme. Was ist los? Muss kurz ohne mich gehen. Oder so, genau. Und da ist es. Ausrufezeichen Licht. Ja, wenn noch keiner muss, aber dann ist los. Bros Jennifer. Punkt 7 Uhr. Mit 20 Flaschen Ramsdorfer Kölsch. Nur eine Flasche zu wenig. Eine Minute zu spät. Köln-Kalkverbot. Ja, da muss man aufpassen, ne? Zum Zuhälter den Auspuff klaut. Ja, jetzt habe ich aber das Präzisionsgewehr und ich habe eine Flinte. Okay, Salze habe ich voll. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Kannst du dir das mal ansehen? Es leuchtet blau. Verstehe. Das beste Zitat der ganzen Filmgeschichte komplett. Ja, jetzt bist du zu spät. Zu langsam. Warte mal. Nein, wir sind schon wieder hier. Gut, aber ich glaube, hier wird es jetzt ein bisschen entspannter. Ach genau, ich muss da hinten jetzt lang, ne? Alter, ich meine 5000 Watt Bass Machine gehört. Geht voll ab, Alter. Gabba Gandalf ist der Beste. Eine Krähe. Ich muss weg. Hallo. Nein, ich muss weg hier. Ey, da kommen wieder 5 Millionen Gegner. Und hier ist kein Salz drin. Hallo? Ich höre schon wieder Patrick. Ich höre ihn schon wieder. Wieso gehen die eigentlich nicht kaputt? Ach nee, das ist denn. Das ist so ein Fireman wieder, glaube ich. Timeout, ich weiß nicht, eine Minute oder so. Das ist relativ gering. Ich mach nur noch No-Scope hier. Bitte nur einmal.
ganz vorsichtig aufs Gas. Bang, hast du die Schallmauer gebrochen. Wo sieht's aus? Ich baller in dem Coupé mit 440 über der Bahn. Das ist meine Freiheit. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre den doch. Der Krähenvogel hier. Da. Einen habe ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ey, wie viel können die denn ab? Ja. Gut so. Sehr gut. Wow. So, mal kurz gucken. Kalle Grabowski, Beste. Wie viele Streams ich hierfür eingeplant habe? Er brennt, burn. Burn. Resident Evil, Divinity, perfekt. Nash ist weg. Schönen Abend noch, sagt er. Ja, alles klar, schön, dass du da warst. Komm gut ins Bett. Ja, wie viele Streams mache ich hier? Ich habe gedacht, wir kriegen es echt in dem Stream noch weg, aber das ist ein bisschen größer, als ich dachte. Also einen brauchen wir auf jeden Fall noch. Definitiv. Ich weiß nicht, wie lange wir heute noch machen. Ich weiß nicht, halb? So um halb, irgendwie sowas. Das war gerade noch in der Woche. Grüße aus der Hölle! Zeig dich doch nochmal. Und gut. Oh, das war nicht so viel. So, das geht ja nicht. Nein! Alles no scope. Boah, wie viele das doch schon wieder sind. Wo ist mein Schild? Hallo? Boah, das Schild ist echt super. Ja, klar. Oh, er ist es. Er ist es. Ich möchte einmal bitte nach oben. So, was haben wir denn? Wir haben eine Schrotflinte. Das ist aber nur was für nah. Aber damit können wir, glaube ich, arbeiten. Dieser Fireman-Typ da, ne? First Gun. Hui. Oh, hi. Was ist denn hier? Wo ist der? Ach, da. Der hat ja nicht mehr viel, ne? Wollen wir es mal wagen? Komm, Vollgas, wir springen rein. Komm her! Bam! Ja, das war nicht so gut. Oh, der ist hinter uns! Wie geil war das denn? Jennifer, schön, dass du da warst. Gebe mich anderen Tätigkeiten hin. Ja, viel Spaß dabei. Ja, okay, so, jetzt haben wir das zum Glück hier. Gehen wir doch bitte hier runter. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach ja, die Tür ist aufgegangen hier, ne? Ich erinnere mich. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Was? Das war die Blitzblumenwiederholung. Wiederbelebung. Wiederholung. So, das brauche ich auch für zu Hause. Weil alle Pflanzen sterben bei mir immer relativ schnell. Ich habe nicht so richtig den grünen Daumen. Okay, hier.
Reich verlassen? Echt? Ich hab gedacht, das wäre alles da gewesen jetzt. Haupthalle der Bank des Propheten. Ach ja, es gab ja noch diese Bank hier. Boah, das ist aber jetzt echt krass, nur noch Shooter gerade. Ich meine, ist ja geil, aber ein bisschen Beruhigung für den Blutdruck wäre auch nicht schlecht. Oh, das sind zu viele. Ach, der da. Aber klar. Präzisionsgewehr. Viele. Hab nichts gefunden. Nee, ich glaube, hierfür brauche ich definitiv die Pumpgun. Die Hose hat mich jetzt schon oft gerettet. Ich weiß nicht, kann sein, vielleicht. Wo sind die denn? Da hinten? Habe ich nicht mal irgendwelche coolen Fähigkeiten hier? Killerkränen und so? Ah, Beherrschung. Vielleicht kann ich jemanden für mich hier arbeiten lassen. So, lenk die mal ab. So, das war's, okay. Easy peasy. Ja, nehmen wir das mal mit. Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Zum Tresor? Nee, irgendwie nicht. Es führt irgendwie hier rechts rein. Ach, schon mal das ist ein Krähentyp. Hier ist auch ein Safe. Ja, jetzt hau da ab, ist mir klar. Auf in den Kampf! Scharfschütze, runter! Das ist geil. Vettel und dein Bruder schneidet ihm den Weg ab! Was ist denn hier ein Scharfschütze? Ach, da hinten! Du wirst geschlachtet! Scharfschütze. Nee, der war's nicht. Hab ich ihn? Nee. Was hat sie denn jetzt gerade gemacht? Ein Roundhouse-Kick hier oder was? Präzisionsgewehr, nee, brauche ich nicht. Schau mal, dieser Typ da. Ah, hier ist der Riss. Und der Typ. Ja, komm, dann zeig dich auch. Er rennt hier die ganze Zeit rum und. Egal, er würde dann echt für mich arbeiten. Den kann man, glaube ich, am besten anzünden.
Oh oh. Oh oh. Er hat nicht mehr viel. Er hatte doch gar nichts mehr. Er hatte gar nichts mehr. Sorry, mehr habe ich nicht. Hey, Hauptsache er tut's nicht trotzdem. Ich hau mal ein bisschen ab hier. Ey, Kollege. So geht's ja nicht hier. Oh, jetzt nochmal. Hallo, du hast Munition gehabt? Hier wäre ein Schloss. Eine Sekunde. Boah, das war aber auch knapp gerade. Fertig. Ich glaube, ich tausche das mal ein hier. Komisch. Ich habe Geld gefunden. Bitte. Ja, immer her damit. So, was gibt's denn hier noch? So ein Waffenschrank wäre vielleicht noch ganz cool. Gibt's hier sowas? Nö, nicht wirklich. Oder hier oben? Hier ist alles leer, alles. Sabotage begehe? Alle Ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb? Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur Sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Ja, okay. Finde den letzten Riss. Wer randaliert denn hier gerade so? Was? Ja, klar! Irgendwie ist er da dabei. Das hat mich gerade schon so viele Nerven gekostet. Und ich habe keine Gatling Gun hier. Wo ist sie denn? Dann zeig dich doch wenigstens mal. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Vielleicht natürlich nicht. Ich glaube, ich will ziemlich mal hier rein. Das Fiese ist ja, die weckt die ja immer wieder zum Leben, ne? Wo ist die? Nein! Ich finde sie gar nicht! Da! Oh oh. Boah, das ist aber auch krass hier! Uhuhuhu.
Nee, das ist keine gute Position, wo ich ja gerade bin. Ah! Puh, krass. Boah, jetzt zum Ende nochmal so eine Stelle. Oh nein. Um Waffen zu tauschen, was liegt denn hier? Ja, gar keine. Super. Das hilft jetzt enorm hier. Boah, hier gibt es keine Waffen. Gar nicht. Oh, und ich habe jetzt gar keine Munition mehr hier. Wo ist sie denn? Hallo? Da hinten. Was sag ich dir? Ich habe keine Munition mehr. Haben die nicht irgendwas? Oh, das müsste... Ja, Munition wäre gut. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Zum Schuss. Das geht nicht, das geht nicht. Ohne Munition. Ey, wie denn? Auf gar keinen Fall. Lauf! Boah, wieso lass denn gehen? Ja, die muss ich jetzt noch schaffen, ist mir klar. Aber womit? Mit 59 Schuss? Hier muss doch noch irgendwo Munition rumfliegen. Hier, Repetierer. Ja! Damit kann man arbeiten. Aber ich muss sie auch treffen. Wo ist sie? Ich muss sie platt machen, sonst bringt das nichts. Aber wie kriege ich den kaputt? Schockjob hier mal versuchen. Oh, wie ist er denn jetzt so langsam hier? Ja, wo ist sie denn? Hallo? Sehr krass. Was haben die eigentlich für eine Waffe? Gar keine irgendwie. First Gun. Bringt ja gar nichts. Oh, 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 oh. Aber ich glaube, es wird gerade ein bisschen. Die Burst Gun ist Mist. Das Schießeisen. Geht aber auch nicht kaputt. Oh, Munition ist gut. Ach, die kommen ja auch rein. Was hat der denn für eine Waffe? Jetzt nur, ob ich noch was finde. Ja, die kommen ja immer wieder, ne?
Musik platt machen. Die können auch einiges aushalten, ne? War hier nicht noch Munition? Ja, tatsächlich, sehr schön. Aber nicht für die Waffe. Vielleicht auf der anderen Seite auch noch? Vielleicht, wenn es symmetrisch ist? Nee, ist leider nicht symmetrisch. Was haben wir hier? Schießeisen. Ah, das habe ich auch noch, genau. Oder auch nicht. Habe ich das weggeschmissen? Oh nein. Ja, wo bist du denn? Ich glaube, das muss ich mal kurz ein bisschen runterstellen, sonst kriegen wir die, glaube ich, nie kaputt. Danach stelle ich sofort wieder hoch. Ja, Salze nehme ich, aber ich brauche auch Munition. Das brauche ich viel, viel dringender. Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr. Muss ich mir hier irgendwas besorgen? Ah, eine Waffe. Hat nicht mal einer eine Waffe hier rumliegen? Schrotflinte. Ich hau die einfach so kaputt. Ah! Ich muss nochmal neu anfangen, das bringt so nichts. Hier gibt's keine Waffe, gar nichts. Ja, die müssen mich jetzt platt machen. Die wollen mich aber nicht platt machen, hallo. Okay, ich glaube, einfach ist wirklich viel zu einfach. Ja, dann hau ich dich halt weg. Okay. Mach mich nicht kaputt. Ist das bekloppt? Ja, komm, dann machen wir das so. Ich hab sie tatsächlich erledigt. Ich habe einfach nur draufgehauen. Wie bekloppt ist das denn? Und jetzt, ah, guck mal, was hier an Munition rumfliegt. Selbstverständlich. Ist klar. Ja, okay, so viel ist es jetzt doch nicht. Und ein Karabiner. Ist ja unfassbar. Unfassbar. Okay, ich stelle direkt wieder auf schwer. Nein, schwer. Okay, gut. Ja, GG, war ja leicht. Einfach nur drauf prügeln. Scheißegal. Was? Wie? 50% von allem, was die Leute 50% auf alles. Steuer an Comstock. Auf alles mit Stecker. Ich glaube, ich sollte auch und auf Tiernahrung. Schlossen. Einer muss Schmiere stehen. Wie einer muss Schmiere stehen? Wir haben gerade alle abgeknallt. Bitte. Zuckerwatte. Ja. Boah, ich glaube, von dem Kampf muss ich mich jetzt erstmal erholen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Boah, Wahnsinn. Er hat gespeichert, oder? Ich will hoffen, dass er gespeichert hat. Macht Sinn, vielleicht nochmal hier rauszugehen? Ah, ich guck nochmal. Aber ich meine, er hat gespeichert, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich drück nochmal schnell hier auf den Push-the-Button-Knopf. Jetzt speichert er nämlich auf jeden Fall. Ah, dann machen wir hier jetzt einen kleinen Cut.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also auf leicht kannst du es nicht spielen. Ey, das habt ihr gesehen, ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, jetzt muss er gespeichert haben. Wir suchen noch schnell die Mülltonne. Und gehen da mal kurz raus hier. Boah, da krieg ich ja Blutdruck hier. Wahnsinn. So, nochmal ins Vollbild. Servus, da bin ich wieder. Jetzt wieder ein Gruß. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Also am Ende war es dann doch wirklich richtig heftig. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Stream dafür, um das durchzukriegen. Ich denke mal, mit einem sollten wir dann auskommen. Uiuiui. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Ja, heute ist Dienstag. Morgen ist Divinity dran. Weiß ich schon die Uhrzeit? 18, 19 Uhr? Ich glaube 18:30 wolltest du, ne? Kann das sein? Ich denke schön. Danke schön. Denke schon. Ja, Bomber, freut mich, wenn es Spaß gemacht hat. War auf jeden Fall sehr nervenaufreibend gerade. Ich muss mal gucken, habe ich denn noch irgendwo ein bisschen Musik? Irgendwas Chilliges im Hintergrund. Ich könnte den Bioshock Infinite Rap nochmal anmachen, der ist aber nicht so chillig. Ach, wo war das denn? Ich hatte ja am Anfang, habe ich so Gamer-Music mal laufen lassen. Das ist von JRW, den finde ich richtig gut. Perfekt zum Wetter hier, der Sommerzocker zum Beispiel. Einen Moment. Oh, boah, das hat mir jetzt echt die letzten Nerven geraubt. Ja, hat mir auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ja, ist vielleicht ein bisschen laut gerade. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und wir sehen uns dann entweder zu Divinity morgen oder zu Nessie am Donnerstag. Morgen, ach Quatsch, ja genau, morgen streamst du ja nicht, aber dafür dann, glaube ich, am Donnerstag wieder, ne? Get Even. Genau, Get Even war das, glaube ich, noch. Ja doch, Donnerstag ist Get Even, genau, richtig. Alles klar, gut. Dann muss ich mal schauen, wo habe ich es denn hier? Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und kommt gut ins Bett. Bis dann. Tschüss. Sonnenstrahlen kenne ich nicht, um zu gewinnen muss man was sehen und Sonnenlicht, das blendet mich, dass andere besser werden, nein, das kann nicht sein. Also klatsche ich ein paar Cheetah weg, yeah. Oder esse ich Eis, oder dreh ich gleich mit den Jungs ein paar Runden, was will ich auf Malle? Ja, wir sind im Teamspeak betrunken und wir werfen unsere Mädels in den Swimmingpool. Sonnenbrille cool, ja, Zocker sind so. Und wir spielen, spielen, alles ist wunderbar, die Nachbarn sind Computer im Garten, finden das seltsam, denken wir grillen, kommen rüber mit Nudelsalat, yeah. Wir gucken blöd, ja, das ist nur ne Lahn. Es ist Sommer, ja, schön, oh Sommer, ich sitz vorm PC, sie wollen wieder Stress machen oder quatschen und hetzen, die haben nicht mal ne Grafikkarte. Wollen wir wetten? Hey, ich glaub, es ist Sommer, ist mir egal. Rechner an, Junge, ich bin Zocker. Rollladen nach unten, so spielt sich's besser. Ich brauch kein schönes Wetter. Ich glaub, es ist Sommer, ist mir egal. Rechner an, Junge, ich bin Zocker. Rollladen nach unten, so bin ich besser. Ich brauch kein schönes Wetter. Mach worauf ich Bock hab, ich bleib Sommerzocker. Gebe alles bis die Hardware brennt. Bis meine Nachbarn Zocker werden und keiner mehr hier ne Bratwurst brennt, yeah.